Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr selber getrocknete Hühnerbruststreifen für eure Hunde zubereiten könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Dürrautomaten, da drin werden dann die Hühnerstreifen getrocknet und ein Stück Hühnerbrust. So ein Hühnerbruststreifen ist dann ein bisschen größeres Leckerli. Ich gebe das Molly einfach gerne so als Beschäftigung oder für zwischendurch so ein bisschen zum Knabbern. Ich schneide die Hühnerbrust immer in ganz dünne Streifen, so circa 1/2 cm dick. Je dünner die Streifen sind, desto schneller werden die auch trocknen. Die sollten allerdings nicht zu dünn sein, denn dann können sie einfach ein bisschen brechen, wenn sie zu lange getrocknet sind. Da würde ein Stück Fleisch dann einfach so aussehen. Und jetzt mache ich das einfach mit der ganzen Brust. Das ist auch wirklich ein tolles Leckerli. Das hält auch getrocknet ein bisschen länger. Ich würde sagen, also locker 3 Wochen. Und Molly hat dann auch etwas Größeres, was sie jetzt nicht sofort verputzt, sondern etwas, woran sie ein bisschen knabbern kann. Die Maus bekommt immer so um die Mittagszeit einen kleinen Snack. Das ist meistens etwas ja, zum Kauen, etwas bisschen Größeres. Sie weiß dann auch immer selber Bescheid und meldet sich dann auch gegen 12 oder 1 Uhr, wenn ich sie dann selber vergessen habe. Ansonsten wird Molly immer zweimal pro Tag gefüttert. Wir barfen sie auch. Ich finde, mit dieser Ernährungsmethode kann man das Gewicht des Hundes auch sehr gut kontrollieren. Damit hatten wir mit Molly bisher keine Probleme. Die Essensmenge ist dann auch an ihr Gewicht angepasst und da kann sie auch trotzdem immer noch ein paar Leckerlis am Tag bekommen oder ich kann auch ohne Bedenken mit ihr trainieren. Davon nimmt sie dann auch nicht zu. Ich habe das Gefühl, dass Molly sowieso die selbstgemachten Sachen und die selbstgemachten Leckerlis wirklich am besten schmecken. Vielleicht liegt es dann daran, dass sie mit ganz viel Liebe zubereitet sind. Okay, ich habe das Fleisch jetzt fertig geschnitten. Jetzt lege ich das hier drauf, verteile das Fleisch und lasse dabei auch ein bisschen Abstand, damit das dann beim Trocknen nicht verklebt. So sieht das Ganze dann aus. Und dann lege ich das einfach aufs Gerät. Das Fleisch muss jetzt wirklich über mehrere Stunden drin trocknen. Ich würde sagen so zwischen 8 und 10 Stunden. Manche Geräte haben auch eine Grad-Einstellung. Meins hat es jetzt nicht. Ich gehe da einfach nach Gefühl und schaue mir das Fleisch jede paar Stunden an und gucke einfach, wann es fertig ist. Ich zeige euch auf jeden Fall noch das Endergebnis, damit ihr euch auch sicher sein könnt, wie das fertig getrocknete Fleisch dann aussehen soll. So, die Hühnerbruststreifen sind jetzt fertig getrocknet und ich wollte euch noch das Endergebnis zeigen. So viele Leckerlis habe ich jetzt aus einer Hühnerbrust rausbekommen. So sieht das Ganze am Ende aus. Also sie sind richtig schön getrocknet und auch knusprig. Richtig schöne Stückchen. Und die lege ich mir dann immer in Mollys Tupperdose rein und dann kann sie das als einen schönen Snack zwischendurch bekommen. Und jetzt kann sie auch gleich mal einen Test machen mit einem bisschen kleineren Stück und schauen, ob die gut geworden sind. Okay. Ah, warte. Weg war sie. Also es scheint sehr gut anzukommen. Wenn ihr keinen Dürrautomaten habt, könnt ihr die Leckerlis auch gerne in einem Backofen trocknen. Dazu kann ich auch gerne das Rezept teilen. Wenn ihr daran interessiert seid, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder schreibt uns das in die Kommentare. Macht's gut!